Unter der Woche beginnt mein Tag. Mein Check da ist so gegen 6.30 Uhr. Dann versuche ich erstmal kurz wach zu werden, sage Jackie natürlich auch guten Morgen und fange dann auch schon mal an, mein Frühstück vorzubereiten. Dann mache ich das so, dass ich immer zwei Brötchen im Ofen aufbacke und eins davon nutze ich dann für morgens und eins backe ich quasi schon für mittags vor. Was ich morgens auch gerade brauche, ist so ein bisschen Frühstücksfernsehen. Dann muss auch nichts Sinnvolles laufen, einfach so kurz 5 Minuten nebenher, bis ich fertig gegessen habe. Dann gegen 7 Uhr geht es auch schon los auf unsere erste Gassi-Runde. Morgens gehe ich mit Jack immer die größte Runde, damit er danach einfach müde ist und den Tag über entspannt alleine bleiben kann. Meistens sind wir da so 45 bis 60 Minuten unterwegs. Momentan ist es um 7 auch schon einigermaßen hell. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Okay, wow, ich habe einfach gar nicht bedacht, dass wenn der Rasen jetzt morgens so feucht ist, weil es so kalt ist, meine Schuhe auch dementsprechend nass werden und meine Socken. Ich merke das jetzt schon und wir laufen gerade mal seit 5 Minuten. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Die trocknen ja auch wieder. Aber kann ich mir auf jeden Fall für die nächsten Tage merken. Und wie schön ist bitte der Himmel wieder jetzt. Man sieht leider hier keinen Sonnenaufgang, aber gefällt mir trotzdem richtig gut. Und auf der anderen Seite sieht man einfach noch den Mond, auch voll schön. Es hat gerade übrigens 7 Grad. Es ist sogar wärmer als gestern, aber ist trotzdem noch sehr frisch. Deswegen bin ich auch in Winterjacke unterwegs. Und was ich auch auf der Morgenrunde immer eingebaut habe, ist ein bisschen Tricksen und Übungen, wo er auch geistig gefordert wird. Da mache ich auch nichts Kompliziertes, einfach ein paar Tricks, die er gut drauf hat oder auch so Bleib- oder Fußübungen. Das trägt dann nochmal dazu bei, dass er später mehr zu verarbeiten hat und gut ausgelastet ist. Jack ist auch meistens schon sehr motiviert morgens, ihm ist die Uhrzeit relativ egal. Ich eher so mittelmäßig, aber ja, da gewöhnt man sich auch dran und ich fand es auch ganz angenehm, mal schon so früh morgens viel an der frischen Luft gewesen zu sein. Ich bin jetzt fertig gemacht und mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Ich kann dorthin laufen, das ist wirklich nicht weit von meiner Wohnung. Genau, ich war jetzt mit Jack ungefähr eine Dreiviertelstunde spazieren und jetzt bin ich bis heute Mittag zur Mittagspause jetzt erstmal weg. Und ja, ich denke, Jackie müsste jetzt eigentlich ganz müde sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich werde jetzt gleich noch die Kamera hier aufstellen, also mein anderes Handy quasi. Da kann ich ihn ja über die App beobachten. Genau, tschüss Mausi. So gegen 9 Uhr habe ich dann angefangen zu arbeiten. Ich habe übrigens einen normalen 8-Stunden-Tag, aber flexible Arbeitszeiten, was mir das Zeitmanagement mit Jack auf jeden Fall auch erleichtert. Dann habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich in der Mittagspause kurz heimlaufe, um die Zeit, in der Jack alleine ist, in 2 Blöcke aufzuteilen. Mittags bin ich dann circa eine Dreiviertelstunde da und springe da auch mit ihm nochmal kurz aufs Feld. Also mittags geht es mir in erster Linie darum, dass er nochmal kurz aufs Feld kann, ein bisschen Zeit mit mir hat, sich kurz austobt hier. Also das Feld ist wirklich fast um die Ecke von meiner Wohnung, deswegen ja, bietet sich das an. Das sind maximal 10-15 Minuten, die wir dann hier unterwegs sind. Also ich habe mir jetzt noch ein schönes Mittagessen gemacht. Das Brötchen, also das andere von heute Morgen, mit bisschen Tomatenaufstrich und Gewürz. Das ist relativ gut, wenn es mal schnell gehen muss. Ansonsten haben wir es jetzt gerade 13.17 Uhr. Das heißt, in so 10 Minuten spätestens laufe ich wieder los. Und dann bleibt Jackie nochmal die zweite Hälfte hier alleine. Abends kommt dann nochmal eine letzte bzw. zweite richtige Gassi-Runde. Da lege ich dann den Fokus auf Sachen, die Jack Spaß machen und die ihn auch energiemäßig auslasten. Ansonsten habe ich an dem Abend noch kurz Wäsche zusammengelegt. Gehört natürlich auch dazu, wenn man alleine lebt. Wir haben da bei uns im Haus einen eigenen Wäscheraum, was ich übrigens echt mega praktisch finde. So, Jackie hat ja gerade schon gegessen. Für mich gibt es heute eine Bowl, da hatte ich schon den ganzen Tag Lust drauf. Hauptsächlich mit veganem Gyros, Kidneybohnen und ein bisschen Tofu wollte ich noch anbraten. Und bei der Soße experimentiere ich so ein bisschen. Ich habe hier noch so eine Salsa-Soße, die muss ich hier noch aufbrauchen. Und ja, Tomaten wollte ich auch noch dazugeben. Mal schauen. Ich glaube, bei so Bowls kann man auch an sich nichts falsch machen. To end.